Die Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG macht sich stark im Sport. Ob nun im Rahmen der internen Mitarbeiterfitness oder im Sponsoring von Nachwuchs- und Profisportlern. Erleben Sie nun im Interview Bahnradsportler René Enders. Hallo René, du verabschiedest dich hier heute aus dem Profisport? Ja genau, so sieht's aus. Also meine eigentliche Verabschiedung habe ich ja natürlich schon ein bisschen länger hergegeben. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich dem Erfurter Publikum und den Erfurter Leuten hier auch die Möglichkeit geben, sich auch von mir zu verabschieden. Und ich glaube, das bin ich den Erfurtern über all die Jahre, die ich natürlich hier verbracht habe in Erfurt in meinem zweiten Wohnzimmer, möchte ich natürlich auch Danke sagen. Und ich glaube, das ist heute ein würdevoller Abschied. Seit 5 Jahren arbeitest du erfolgreich mit der WBG Zukunft zusammen. Wie war die Zeit für dich? Ja, angefangen hat es ja eigentlich mit dem Run Thüringen Unternehmenslauf, wo mich die WBG gebucht hat. Und seitdem ist eine sehr tolle, enge und freundschaftliche Zusammenarbeit entstanden. Und wir haben sehr, sehr viele Events miteinander gemacht und werden auch in Zukunft wahrscheinlich weitere Events miteinander bestreiten. Und ja, das ist einfach ein sehr tolles Team. Sehr viele tolle Mitarbeiter, die eigentlich wie eine Art Familie eigentlich zusammenarbeiten. Das macht Spaß. Und wie geht es in und mit der Zukunft weiter? Genau, es wird so sein, dass es nach dem Sport natürlich auch weitergeht. Ich habe jetzt auch schon das Lauftraining für den Run übernommen, zusammen mit der Gruppe. Ich werde nach wie vor weiterhin beim Fußballturnier an den Start gehen. Also dieses freundschaftliche und tolle Verhältnis will ich natürlich nicht aufgeben und freue mich auf eine weitere tolle Zusammenarbeit. Gibst du dein Wissen und Können eigentlich weiter? Ja, das gebe ich und ich freue mich, dass ich es auch weitergeben kann und darf, denn ich glaube, Nachwuchsarbeit ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich selber habe es als junger Sportler gern gehabt, wenn natürlich erfolgreiche Sportler geschaut haben, was man macht. Und so betreue ich zum Beispiel im Trainingslager in Kroatien den Jugend- und Schülerbereich als Trainer, aber auch in meiner eigenen ehemaligen Trainingsgruppe im Elitebereich. Ich glaube, ich habe doch so einiges auf dem Weg mitbekommen und das möchte ich sehr gerne noch weitergeben. Wie bleibst du ansonsten im Training? Ja, natürlich nicht mehr so umfangreich, wie es noch vor einem Jahr war. Aber ich versuche schon so 5 bis 7 Mal die Woche noch zu trainieren. Mittlerweile hat sich sehr viel aufs Laufen konzentriert und auf den Fitnessbereich. Aber so 5 bis 7 Mal die Woche sollte das noch möglich sein. Wie sieht deine berufliche Zukunft aus? Es ist so, dass ich seit 2006 Polizeibeamter bin und bin da jetzt voll berufstätig am Bahnhof in Erfurt in einem Schichtsystem als Streifenbeamter und verbringe dort quasi meine Zeit. Und René Enders ganz privat? Ja, ganz privat lasse ich es ganz entspannt angehen. Ich habe eine Freundin seit vielen, vielen Jahren. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, der ist 2 Jahre. Wir haben ein nettes Häuschen im Südosten von Erfurt und wir genießen viel, viel Freizeit zusammen, viel, viel Zeit auch zusammen mit dem Sohn und freuen uns einfach, ja, dass es uns gut geht. Alles Gute für dich und herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Mehr Informationen zum Engagement der WBG Zukunft, zu Veranstaltungen und zum genossenschaftlichen Wohnen erleben Sie in YouTube, Facebook und auf wbg-zukunft.de. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft EG. Caridio Image und Eventfilmproduktion.